Doch das Schicksal machte uns zu Brüder. Zu Blutsbrüdern. Ich verstehe es immer noch nicht. Warum Winnetou? Er hat es geahnt. Und ist trotzdem auf die Gefahr zugelaufen. Er ist ein böser Geist. Aus unserer Vergangenheit. Dann werden die Uglaler das mächtigste Volk in der Prärie sein. Damit er lernt, auf die Wache Red Cloud zu hören. Kakuroto fordert von Red Cloud einzuhalten und dieses kriegerische Treiben zu beenden. Das ist Winnetous Messer. Du hast recht, mein Freund. Zu viele Tote. Winnetou wird eine Liste einfallen, um diesen blutigen Vatermörder zu stoppen. Die gesamte Bande von morgen und sämtliche Krieger der Uglala gegen uns fünf? Ja, Sir. Oder wie ein verwesener Biber rieche. Das ist eine absolute Frechheit. Und wir können ganz einfach erleben. Seit vielen Monaten halten die Apachen ihren Schatz verborgen, weil er nur zu Blut und Tränen geführt hat. Denn nichts ist wertvoller als das Leben. Winnetou glaubt, dass Gott und Manitou dasselbe Wesen ist, was über die Menschen Kinder macht. Oder vielleicht sind es auch nur Blutsbrüder wie wir. Schade. Seinem Beispiel sollten wir uns alle folgen. Seinen Mut und seine Tapferkeit im Herzen tragen. Um diese Welt ein bisschen besser zu machen. Nadine, mein Bruder. Winnetou! So long.